Ich hätte jetzt noch die Chanel, die wollte noch einen Brief vorlesen, den sie aus der Forensik bekommen hat. Und dann können wir danach vielleicht nochmal Nina übergeben, ja? So, hallo, guten Morgen alle zusammen. Erstmal herzlichen Dank an Nina Hagen für die große Unterstützung, auch online, geht ja ganz viel auf der Seite ab. Ich wünschte mir, alle 170.000 wären heute hier oder die 15.000, die täglich drüber reden, aber heute nicht erschienen sind. Vielen Dank auch an Castor TV, die das möglich machen hier mit großer Unterstützung. Manche kennen mich schon von Gustl Mollat, Mahnwache vor der Bayerischen Landesvertretung. Kann man online alles nachgucken, auch von vielen anderen, die den großen Beitrag bislang unterstützt haben. Ich habe selbst Erfahrung und ich möchte mich jetzt auch hier im Fall Paragraph 63 dazu äußern. Ein ganz perverser Paragraph, der immer dann eingesetzt wird, wenn ein Richter sich doch nicht ganz im Klaren ist, was machen wir denn jetzt mit einer Person, die da im Gerichtssaal sitzt, stecken wir sie weg in die Psychiatrie oder sperren wir sie ins Gefängnis? Inzwischen kann ich Ihnen eins sagen, wer ins Gefängnis geht, kommt vorher wieder raus. Wer in die Psychiatrie geht, der hat statt 2 Jahre Strafe plötzlich 5, 10 oder 15 Jahre Strafe und kommt nie mehr raus, denn die Psychiater und die Psychologen sind hochkarätige Schreiber, linguistische Experten, die die Sprache der Manipulation und der Dialektik bestens beherrschen und wissen, wie sie was formulieren müssen, um einen Menschen jahrelang in der Psychiatrie festhalten zu können. Denn das ist eine Goldmine für jedes Krankenhaus, für jede Forensik, die einen Menschen über Jahre hinweg einsperren kann und mit Medikamenten vollpumpen kann. Und für die Drecksstationen, die sowas dulden auch, die können auch vom Land kein Gefecht. Es gibt tatsächlich Menschen, die Hilfe benötigen, Hilfe im Sinne von psychologischer Unterstützung. Hände abgehackt. Und die Eier auch! Wir sind doch die Schwänze auch! Ganz kleinen Moment bitte. Ich muss hier unterbrechen. Weiter geht's. Wir haben Wut. So, Wut habe ich auch massivst. Denn ich werde Ihnen auch von mir dann noch 2 Minuten was erzählen. Das ist nicht der einzige, der misshandelt wurde. Das passiert jeden Tag, auch hier in Berlin vor der eigenen Haustür. Da brauchen Sie nur nach Berlin-Wittenau zu fahren. Schnuckiputz. Ja, aber wenn du dich jetzt kurz zurücknimmst, dann könnte ich weiterreden. Für die anderen, für alle, die jetzt zuhören. Die Staaten drängen, die Staaten verdrehen, die das verharmlost haben, jahrzehntelang haben ihr dreckschweinhaftes Maul nicht aufzukriegen. Genau. Staatsvertreter haben sich außerhalb von Gefängnissen nirgendwo wiederzufinden. So, leider eine kurze Unterbrechung. Aber die ist berechtigt, denn wenn einem Menschen so etwas widerfahren wird oder widerfahren ist, wenn jemand von einer Gruppe von Personen überfallen wird und ein Arzt daneben steht und ein Psychologe und sowas duldet und macht und Macht ausübt, da kann ich Ihnen sagen, diese Leute haben alle was an der Waffel. Die sind hochgradig selbst teilweise sowas von verunsichert. Menschen, die die Hemmschwelle überschritten haben, um sich ihr goldenes Brot jeden Tag zu verdienen. Die Krankenhäuser hier in Berlin-Wittenau, wie auch in Weißenau, Ravensburg oder woanders in ganz Deutschland, praktizieren alle nach dem gleichen Prinzip. Es wird jemand eingewiesen mit einer Anklageschrift, dem irgendetwas vorgeworfen wird. Es muss noch nicht mal geprüft sein, ob das stimmt, was da steht. Aber durch diese Anklageschrift, die ein Arzt in der Hand hat, wird er natürlich schon vorgeimpft und hat schon ein gewisses Bild von einem Menschen, der vor einem sitzt, fremd ist und ihn nicht kennt. Und das Erste, was dann passiert, ist dann das, dass der Arzt dann sofort kommt mit einem kleinen Glas, so groß wie ein Schnapsglas, und anfängt, diesem Menschen sofort ein Psychopharmaka anzudrehen. Ohne, dass er mit ihm gesprochen hat, ohne, dass er ihn kennt, egal was. Denn alles, was zählt, ist das, was in der Anklageschrift steht. Es gibt nur sehr, sehr wenige Richter in Deutschland, die dieses Spiel mit dem Paragraph 63 bislang begriffen haben
und die bisher manchem Psychiater oder manchem Krankenhaus das Handwerk gelegt haben. Ich habe jetzt hier einen Brief aktuell aus Bayreuth von SEMA. SEMA ist dort, wo Ilona ist und wo Gustl war. Ich war mal mit Ilona zusammen. Ilona ist ein Taufkind. Ja, Ilona ist ein Taufkind, Entschuldigung. Die kennen sich, die waren nämlich früher zusammen. Wie komme ich dazu, sowas zu tun? Warum stehe ich hier? Warum engagiere ich mich online? Warum nehme ich das Mikro hier in die Hand? Sie brauchen, wie gesagt, nur hier in Berlin einmal die Straße vorlaufen. Hier vorne ist die Charité. Sie brauchen nur nach Wittenau fahren. Da steht Maßregelvollzug. Dort passiert genau das, was Gustl Mollat zu Genüge nun öffentlich gemacht hat. Und leider wird das überall vertuscht, verdrängt, verschwiegen. Ich lese Ihnen jetzt mal einen Brief von SEMA vor. Ich sag's Ihnen noch vorneweg, vor ein paar Monaten hat mich ein Arzt bezichtigt, der hat seinen Oberarzt dazu benutzt, weil Sie müssen eins wissen, um das noch einzuschieben. Ein Professor, ein Arzt, fasst am wenigsten einen Patienten an, wenn er ans Bett festgebunden wird oder wenn er, wie bei einer Vergewaltigung, überrumpelt wird von 15 Leuten, sondern der ruft sich sein Personal und benutzt seine Pfleger dazu, damit man ihm nachher nicht an den weißen Kittel fahren kann. Ich erzähle Ihnen jetzt mal, oder ich lese Ihnen jetzt das mal von SEMA vor, damit Sie mal einen Eindruck haben. Und das, was die SEMA schreibt hier, das entspricht 100% der Wahrheit. Und dafür vereidige ich mich auch vor ganz Deutschland. Auch mir hat ein Arzt gesagt, ich sei eine gefährliche Person. Und hat da angezettelt gegen mich, ohne mich zu kennen, ohne mein Leben zu kennen, ohne irgendetwas. Nur hat er vergessen, dass auch ich Psychologie studiert habe. Auch wenn ich durch die Prüfung gefallen bin. Das hat er mir dann als Makel angeheftet, obwohl ich im Studium immer gut war. So sind die Psychiater. Jetzt lese ich Ihnen das mal vor. Hier steht, sehr geehrter Herr Reich, SEMA weiß nicht, wer ich bin. Sie weiß auch nicht, dass ich das Papier vom Deutschen Bundestag verwendet habe. Abstand. Zu weit oder zu nah? Zu nah. Zu nah. 20 Zentimeter. Nicht nah genug für einen Psychiater, kann ich euch sagen. So, sehr geehrter Herr Reich, ich habe mich über Ihren Brief vom 23. August 2013 riesig gefreut und möchte Ihnen kurz einen Einblick über meine Situation geben. Zuvor möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich weder geistig krank noch psychisch krank bin. Ich bin eine sehr selbstbewusste, starke Frau, die seit 8 Jahren gegen die Ungerechtigkeiten in der bayerischen Justiz und die Misshandlungen und menschenverachtenden Verhältnisse in den Forensiken ankämpft. Seit 18. Juli 2005 bin ich in das Spinnennetz von durchgeknallten Psychiatern geraten, die weder Recht noch Menschlichkeit kennen. Das, was sie wollen, ist, ihre Macht mit perversen Methoden an den Inhaftierten, dem System ausgelieferten Gefangenen auszuleben. Der Strafgefangene wird zur Ware, die Geld bringt. Es gibt hier keine Gesetzesbefolgung, sondern nur Willkür. Da kann ich Ihnen jetzt schon einen Satz sagen aus Berlin-Wittenau. Für uns gelten hier schon lange keine deutschen Gesetze mehr. Sie haben hier nichts zu melden. Wir haben hier das Sagen. Auch eine Staatsanwältin und ein Richter hat nichts zu melden. Dies geht sogar so weit, dass sich Patienten umbringen. Also ich habe in meiner Zeit bestimmt 10-mal einen Selbstmordversuch erlebt. Ich war ungerechtlich eingesperrt. Ich bin am 18. Juli 2005 in das BKH Taufkirchen in Oberbayern nach der Haftprüfung eingeliefert worden. Ein Jahr später begannen die Ärzte, nachdem mein Urteil rechtskräftig wurde, mich zu foltern. Von 2006 bis Anfang 2010 wurde ich in ein Zimmer eingesperrt, damit ich bestraft werden sollte, da ich als Einzige es geschafft hatte, der Zwangsbetreuung, die die Zwangsmedikamentierung zur sicheren Folge hatte, zu entkommen. Beziehungsweise seitdem begann ich mich dagegen heftig zu wehren. Dabei half mir der Herr Richter Krim vom Vormundschaftsgericht Erding. Er schickte mir den Gutachter Herr Aksionov, der mir die vollkommene Geschäftsfähigkeit bescheinigte.
Und das ist das A und O. Als ich dann 2009 Frau Beate Jenker und Herr Manfred Steiner 2012 im Januar verstorben, sich für mich eingesetzt hatten, bekam ich Besuchsverbot, Telefonverbot und wurde noch stärker schikaniert. Meine Post wurde gelesen, private Post sowie Rechtsanwaltspost und Gerichtspost. Die Post wurde wochenlang unterschlagen, Pakete wurden mir nicht ausgehändigt. Da kann ich nur ein Lied davon singen. Ich wurde geprügelt, als ich meinen Rechtsanwalt anrufen wollte. Öfters grundlos in das Isolationszimmer eingesperrt, damit ich den anderen Mitpatientinnen nicht helfen sollte. Alles wurde nach außen hermetisch abgeriegelt. Ich war für sie ein Dorn im Auge. Ich hatte und habe keine Angst und habe mich sehr stark verbal gegen diese Nazi-ähnlichen Verhaltensweisen gewehrt. Das Personal sowie die Ärzte sind dort erbarmungslos gegen die hilflosen Frauen vorgegangen. Dies ist leider immer noch dort der Fall. Am 12. April 2010 wurde ich in einer Nacht- und Nebelaktion gegen meinen Willen, ohne gerichtliches Urteil und ohne richterlichen Beschluss, zum Hochsicherheitstrakt nach BKH Straubing deportiert. Ich hatte mir nichts zu Schulden kommen lassen, aber BKH Taufkirchen wollte mich unbedingt loswerden, da ich durch die beiden oben genannten Personen Kontakt zur Öffentlichkeit hatte. Dies wollten sie vehement vermeiden. In BKH Straubing blieb ich 8 Monate. Auch dort waren und werden Zwangsbetreuung, Zwangsmedikamentierung, Sperren, Besuchsverbot, Ausgangsverbot, Isolationshaft willkürlich angewendet. Dort wurde ich aber nicht zwangsmedikamentiert, sondern andere. Ich wurde nicht in BKH Taufkirchen 2008 am 29. Dezember von 10 Pflegern gefesselt und mit Haldol willkürlich zwangsmedikamentiert. Haldol ist längst verboten. Es lag keine Eigen- oder Fremdgefährdung vor. Es war kein Arzt zur Stelle. Diese Zwangsmedikamentierung wurde durch eine Psychologin Dörfler Marion durchgeführt. Diese Frau ist hochgradig kriminell und liebt es, ihre sogenannte Macht zur Schau zu stellen. Nach dieser sinnlosen Fixierung, die 22 Stunden dauerte, erlitt ich 3 Wochen schwere Grippe, da mein Immunsystem angegriffen wurde. Während der Fixierung hatte ich Herzrasen, innere Unruhe und wollte nur noch sterben. Andere Frauen wurden dort monatelang jeden Tag fixiert. Bis tief in die Nacht gingen ihre Schreie. Es starben mehrere Frauen dadurch oder sie wurden bei Erkrankung nicht zum Arzt geschickt, da dies Kosten verursacht hätte. Die letzten 2 Monate in BKH Straubing wurde ich zwangsisoliert. Ich sollte zurück nach BKH Taufkirchen in die neu gebaute Forensik verlegt werden. Und ich weigerte mich, in diese Klinik zurückzugehen, wo ich 4,5 Jahre gefoltert wurde. Nach dem Oktober 2010, Frau Jenkner, meine Betreuung wegen dem Aufenthaltsbestimmungsrecht erhalten hatte, wurde ich mit Hilfe des Chefarztes, Herr Dr. Ottermann, am 29. Dezember 2010 nach BKH Bayreuth auf die Station FP3 verlegt. Dort wurde mir nicht jeden Tag 1 Stunde Hofgang, die gesetzlich festgelegt ist, gewährt, sondern einmal pro Woche durfte ich mit Handschellen in ein kleines Gebäude, in der sich ein kleiner Hof befand. Während dieser Zeit bekam ich keinen Ausgang nach draußen. Die hygienischen Zustände waren dort schlimm. Die Station war sehr dreckig. Die Toiletten dauernd mit Fäkalien verstopft, die Duschen und Bäder, Gemeinschaftstoiletten 3 Stück im Gang und Gemeinschaftsbäder jeweils für Männer und Frauen. Der Waschmaschinenraum waren mit Schmutz und Dreck versehen. Alles war eklig. Die Situation eskalierte auf dieser Station, da Ende August 2011 Herr Vogel Waldemuth sich am Gestell der Duschkabine im Frauenbad sich erhängte. Ich fand ihn hängend gemeinsam mit dem Pfleger Dieter auf. Es war für mich schrecklich, entsetzlich, aber es kam noch schlimmer. Nach 6 Wochen, an einem Sonntag im Oktober 2011, hatte sich
und Frau Alberti Ludmilla, eine Deutschrussin, an derselben Stelle erhängt. Auch diese Situation war sehr grausam für mich. Erst mit nachdrücklichem Schimpfen der Patienten wurde der Galgen entfernt. Nichtraucherschutz war auf dieser Station ein Fremdwort. Ich hatte permanente Atemnot und nachts drang Rauch in mein Zimmer ein. Ich konnte nicht mehr auf dieser Station bleiben. Kurz darauf wurde ich 4 Tage lang auf die Zugangsstation FP6 verlegt. Dann kam ich auf die Station FP4. Dort ging es mir gut. Ich verlangte endlich nach Ausgang. Am 15. März 2012 bekam ich nach langem Kampf 1:1 mit einem personalbekleideten Ausgang ins Gelände. Ich hatte dort Einzelzimmer und Dusche und Toilette im Zimmer. Ich durchlief dort die Stufungen bis zum Stadtausgang und habe im Mai alleiniges Gelände beantragt. Okay. Zuerst wurde es mir im Beisein von 2 Zeugen zugesagt. Dann wartete ich 2 Wochen. Dann kam eine Absage, beziehungsweise ich sollte den Antrag wieder stellen. Ich bekam nichts Schriftliches. Mir wurden die Kopien der Akteneinsicht verweigert. Ganz normal. Also die Aushändigung der Patientenakten, die ich mir immer noch nicht habe, war eigentlich mein Recht, was eigentlich mein Recht ist. Das ging alles so weiter, bis ich circa eine Woche vor der jährlichen Anhörung stand. Ich verlangte mit heftigem Nachdruck von dem Psychologen Herr Kunisch die Patientenakten. Er gab sie mir nicht, er sagte mir nichts, drehte sich um und ging. Dann sprach ich den Sicherheitsdienst ein paar Tage später an, dass ich mit ihm reden will. Auch dieser wollte nicht mit mir sprechen und verwies mich auf den Psychologen. Ich wurde lauter und bei mir ging es um vieles. Schließlich hat man einmal im Jahr Anhörung. Einen Tag später kam zu mir die Oberärztin mit einem Pfleger und haben mir gesagt, dass ich jetzt auf die Zugangsstation verlegt werden sollte oder werde. Dies geschah sofort gegen meinen Willen. Man wollte sich meiner entledigen, weil ich zunehmend unbequemer wurde. Ich wurde mit Sicherheitsdienstpersonal von FP4 und FP6 mit rund 15 Mann auf die Station FP6 hineingezwungen, wie ein Schaf zur Folterbank. Die Ärztin hatte Angst, da auch Gustl Mollat auf der Station FP4 sich damals befand, beziehungsweise der Bayerische Rundfunk und das Bayerische Fernsehen wollten mich besuchen. Zudem konnte es leider nicht kommen. Ich konnte auch im Dezember 2012 nicht in die Anhörung, weil darauf ich die Patientenakten nicht bekam und mich nicht darauf vorbereiten konnte. Nach 4-monatigem Aufenthalt bin ich gegen meinen Willen auf die FP7 verlegt worden, wo ich jetzt untergebracht bin. Hier auf dieser Station geht es mir schlecht. Ich habe viele Einschränkungen, die ich auf der FP4 nicht hatte. Auf der FP7 gibt es keinen Nichtraucherschutz wegen dem Fernsehen. Ich kann hier nicht fernsehen, darf keinen eigenen Fernsehapparat im Zimmer haben. Ich darf nur 3 mal 10 Minuten am Tag telefonieren. Auf der FP4 konnte ich uneingeschränkt telefonieren. Ich kann hier nur 2 mal pro Woche Besuch empfangen. Auf der FP4 konnte ich jeden Tag Besuch empfangen. Meine sozialen Kontakte werden absichtlich eingeschränkt. Ich habe hier auch nicht die Möglichkeit, einen Computer zu benutzen. Alles wird mir hier verweigert. Meine Finger schmerzen mittlerweile, weil ich alles mit der Hand schreiben muss. Ich bitte Sie, mir sofort zu helfen, dass ich zurück auf die Station FP4 verlegt werden kann. Ich bin dort viel besser untergebracht als hier weitestgehend auf einer Drogenstation mit Paragraph 64. Ich bitte Sie, sich für mich einzusetzen, dass ich auf meine alte Station wiederkomme. Sie sind, vielleicht mehr als Sie wissen oder ahnen, ein Retter in höchster Not. In meinen Augen jedenfalls. Das Glück möge Sie beschützen. Ihre Sema. Bitte rufen Sie mich an, falls möglich.